Bislang hieß es ja immer, Rechtsradikalismus ist hauptsächlich in den neuen Bundesländern ein Problem. Das hat sich aber geändert. Auch in den alten Bundesländern gibt es rechtsextreme Fanatiker, die Juden, Ausländer und Gegner am liebsten umbringen würden. Und diese Neonazis werden immer aggressiver. Report München liegen dazu exklusive Unterlagen vor. Und so kommt es, dass in einer Stadt wie Aachen ganz normale Bürger eingeschüchtert und drangsaliert werden. Evelyn Rademacher ist mit den Nerven am Ende. Weil ihr Sohn einmal bei einer Demo gegen rechts war, wird die Familie monatelang terrorisiert. Unter anderem mit Sprühaktionen. Mittendrin die Buchstaben KAL. Das steht für Kameradschaft Aachener Land. Ich finde das so grauenvoll. Ich finde das echt erschreckend. Vor allen Dingen hat er ja auch in Interviews erwähnt, dass er Antifaschisten töten wollte. Die Rede ist von Falco W. Evelyn Rademacher hat uns im letzten Jahr auf Falco W. aufmerksam gemacht. Wir haben daraufhin berichtet, wie Neonazis in Aachen und dem dortigen Umland unbescholtene Bürger terrorisieren. Zwischenzeitlich wurde Falco W. und ein weiterer Neonazi aus dem Umfeld der Kameradschaft Aachener Land verhaftet. Hier sehen wir Sprengkörper, die die beiden mit Glasscherben gefüllt und zu gefährlichen Bomben umgebaut haben sollen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Aachen Anklage erhoben. Ihnen wird vor allem vorgeworfen, Sprengkörper hergestellt zu haben. Diese Sprengkörper sollten bei einer Demonstration der rechten Szene in Berlin eingesetzt werden. Vor allem gegen Polizisten und gegen Gegendemonstranten. Report München liegen exklusiv polizeiliche Erkenntnisse vor. Demnach hatte Falco W. eine Gruppe von 5 Personen um sich geschart und als Nachwuchs für die KAL geschult. Weiter heißt es in dem Schriftstück, er habe einen Hang zum Terrorismus. Er habe eine scharfe Waffe besessen, mit der er einen Antifa erschießen wollte. Aufschlussreich ist auch ein abgehörtes Telefonat zwischen Falco W. und einem Mittäter. Ich bastle gerade ein Bömmchen. Tennisball oder Tischtennisball? Wird's denn diesmal klappen? Habe sie diesmal nicht ganz so voll gemacht. Bisschen mehr Luft gelassen, aber auch mit viel Schwarzpulver und so. Die Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus beim DGB in Aachen sieht die Entwicklung der rechten Szene im äußersten Westen der Republik mit großer Sorge. Man bedroht Gegner nicht mehr nur verbal, sondern geht jetzt dazu über, sich zu bewaffnen, sei es in Form von selbstgebauten Sprengsätzen oder auch in Form von Schusswaffen, die in der Szene kursieren sollen. Nach langen Recherchen finden wir einen Aussteiger, der vom Innenleben der Kameradschaft berichtet. Aus Angst vor seinen ehemaligen Kameraden will er unerkannt bleiben. Es gibt halt immer diese Kameradschaftsabende, wo die Leute besprechen, was können wir tun. Demonstrationen oder Leute angreifen, also geplante Anschläge, Scheiben einschlagen oder so. Man achtet darauf, wenn man sich trifft, dass alle Handys ausgeschaltet sind, Akkus rausgenommen werden, damit halt der Staat nicht rausfindet, wo die sind oder was sie reden. Aachen ist kein Einzelfall. Militante Neonazis mobilisieren bundesweit. Bei der größten Verhaftungsaktion, die es gegen die rechte Szene je gab, hat das BKA in ganz Deutschland 21 Personen festgenommen. 17 sitzen noch in U-Haft. Es handelt sich um Aktivisten des sogenannten Widerstandradios. Im Internet hatten die Neonazis in Kommentaren und in Liedern rassistische und nationalsozialistische Texte verbreitet. Report München liegt exklusiv eine CD mit Sendungsmitschnitten vor. Ein judenfreies Deutschland, sich halt dem Deutschen Reich, Idiot. Die Inhalte sind zum großen Teil so menschenverachtend, dass daraus nicht zitiert werden kann. Der Holocaust wird glorifiziert. Es wird zum Mord an Juden, Türken und Andersdenkenden aufgerufen. Beamte des Bundeskriminalamtes haben die Neonazis über ein Jahr lang beobachtet, bevor sie Anfang November mit 270 Ermittlern zuschlugen. Also das Widerstandsradio ist sehr professionell aufgemacht, sehr gut strukturiert, hat in Deutschland eine relativ große Resonanz, aber auch weltweit eine große Resonanz. Was zum Beispiel daran deutlich wird, dass im Jahr 2009 rund 140.000 bis 150.000 Zuhörer registriert worden sein sollen, muss ich sagen. Für jede Sendung gab es Hunderte von Zuhörern weltweit. Was empfinden junge deutsche Juden, wenn sie solche Texte hören? Im Gang der Erinnerung in der neuen Münchner Hauptsynagoge treffen wir Aaron Buck, den Sprecher der israelitischen Kultusgemeinde. Wir zeigen ihm die Sendungsmitschnitte. Das
erfüllt mich natürlich in allererster Linie mit Trauer angesichts der Geschichte und der Verantwortung, die ich mir wünschen würde, wie wir miteinander umgehen. Und auf der anderen Seite frage ich mich, woher dieser immense Hass kommt. Weil wir national sind, werden wir geächtet. Doch wir. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erhebt Anklage gegen rund 20 Personen. Die Hauptvorwürfe: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Volksverhetzung und öffentliches Aufrufen zu Straftaten. Das Widerstandsradio ist mittlerweile abgestellt. Wir haben klare, deutliche Hinweise auf rechtsextremistische Strukturen, die auch gewalttätig sind. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, dass die rechtsextremistische Szene in den letzten 10, 12 Jahren sich fast verdoppelt hat, was die Gewaltbereitschaft angeht. Wir reden im Moment von etwa 9000 Ermittlungsverfahren im letzten Jahr. In Aachen muss sich Falko W., der mutmaßliche Bombenbauer, bald vor Gericht verantworten. Dennoch ist die Kameradschaft Aachener Land weder verboten noch als kriminelle Vereinigung eingestuft. Es müsse härter vorgegangen werden gegen die Kameradschaft Aachener Land, meint Evelyn Rademacher. Ihre Anzeigen wegen Sachbeschädigung wurden von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Begründung: Ein Täter konnte leider nicht ermittelt werden. Wir sind ja eigentlich nur eine ganz normale Familie und der Marvin war einmal auf einer Demo und sonst eigentlich nichts. Und jetzt haben die das so geschafft, dass man wirklich überhaupt nicht mehr laut wird oder ja, die haben uns eingeschüchtert einfach, ist so. Ja, genau das wollen die Rechtsextremisten. Und deswegen dürfen solche mutige Menschen nicht alleine gelassen werden. Und vielleicht hat der Beitrag von Oliver Bendixen und Ulrich Hackmann ja dazu beigetragen.